70 bis 150, 200.000 Euro. Das sind also noch viele Freelancer, die sozusagen auf dem Level, auf dem Niveau sind. Ich habe auch schon erlebt, dass es teilweise schon Agenturen sind, die schon zu zweit sind und immer noch unter 100.000. Da ist die Positionierung, darunter steckt nämlich, dass du deine Zielgruppe kennst und einen nahezu perfekten Product-Market-Fit kommunizierst. Also quasi so, dass du nicht den für dich irgendwie ausarbeitest, sondern auch so kommunizierst, dass er in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe auch so wahrgenommen wird. Ja, dann kriegst du nämlich die Termine sehr, sehr rasant teilweise. Also verstehst du, damit will ich, was ich damit sagen will. Also wenn dieser Match ja, da ist in der Wahrnehmung deines potenziellen Neukunden, dann will er dich auch sehen. Und eventuell sogar nicht nur über Teams. Und das relativ zackig. Ahnung hat dann wieder eine IT-Leiter, der wieder von der Fachabteilung eigentlich keine Ahnung hat und so weiter. Und dann fehlen da eben sozusagen, sind da eben so, da tun sich Lücken auf, ja, Verständnislücken. Und daraus entsteht häufig dann eigentlich auch eine falsche Vorstellung darüber, was die eigentliche Lösung sein sollte. Und das wiederum resultiert darin, dass man sagt, okay, wir wollen das, aber eigentlich bräuchten sie was ganz anderes. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video von Klein Marketing Consulting und in diesem Video geht es letztendlich um ein einziges Thema und das ist Skalierung eines IT-Businesses und dann jeweils ein Unterthema, einmal wenn du quasi auf der Stufe bist zwischen 100.000 Euro, 70 bis 150, 200.000 Euro, das sind also noch viele Freelancer, die sozusagen auf dem Level, auf dem Niveau sind. Ich habe auch schon erlebt, dass es teilweise schon Agenturen sind, die schon zu zweit sind und immer noch unter 100.000. Ich habe auch schon erlebt, dass sozusagen Solopreneure, die mehr oder weniger eine Mann-Armee sind, so ein Mann-Unternehmen sind, dass die schon teilweise bis zu 250.000 machen. Aber sagen wir so 100.000 und dann die Skalierung auf 1 Million, also 7-stellig im Jahr. Und dann sozusagen möchte ich ein Video dann unterteilen in einen zweiten Teil, das werde ich dann sozusagen auch auf YouTube hochladen, auch als einen zweiten Teil, also unbedingt meinen Kanal abonnieren, wenn du den zweiten Teil nicht verpassen möchtest, am besten die Glocke. Das ist dann sozusagen von 1 Million auf 10, 20 Millionen skalieren, also wenn du mal über 10 bist, dann ist es auch nicht mehr so weit bis zu 20 Millionen, weil dann gewisse Strukturen und Prozesse und Recruiting-Elemente und dergleichen und so weiter, ne, gewisse Dinge eben schon aufgebaut hast, ja. Aber das sind so diese zwei ganz großen Hürden, mit denen ich am allermeisten zu tun hatte. Insbesondere bei Kunden und Kontakten und Anfragen, die ich hatte über YouTube. Deswegen hier ganz speziell zeige ich dieses Video und dieses Thema hier auf YouTube. Ich hatte natürlich auch schon mit wesentlich größeren Firmen zu tun, aber die sind in der Regel nicht auf mich zugekommen über YouTube. Da kommen in der Regel keine Firmen auf mich zu, die bereits 20 Millionen und mehr machen oder 50 Millionen oder 100 Millionen. Sondern die akquiriere ich über andere Kanäle. Und deswegen beschränken wir uns hier mal auf diesen zwei letztendlich Zielgruppen sozusagen für mich, ja, diesbezüglich. Und in diesem ersten Video geht es mal um das, wo halt viele auch Solopreneure sind. Ja, wie komme ich denn auf die, verflixt nochmal auf die erste Million? Und es gibt dann einige, die haben schon viel Anstrengungen unternommen und sind dann auch schon gut auf 500.000 gekommen. Und bleiben aber dann da auf der Strecke. Ja, auch ganz viele, die dann einfach auf nicht über 500, 600.000 kommen. Dann gibt es noch mal ein paar Regeln, noch ein paar gesetzliche Sachen auch, dass du dann plötzlich Umsatzsteuervorauszahlungen machen musst, wenn du auf eine Umsatzgrenze überschreitest von 600.000. Das sind dann so gesetzliche Regelungen. Wenn du zum Beispiel in Deutschland, weil ja die meisten Kunden von mir nach wie vor zu Hause sind, ne? Also da kommen noch ganz viele andere Sachen dann immer auf dich zu, die dann auch noch eine Rolle spielen, die das dann auch nochmal vom Cashflow und dies und das und jenes auch nochmal das Leben schwerer machen. Ja, und ganz besonders bei den Geschäftsmodellen, wo du halt natürlich Dienstleistungen verkaufst über sozusagen Mann- und Stundentage, also ein typischer Dienstleisterunternehmen eben sein möchtest oder aufbauen möchtest oder skalieren möchtest,
Ja, wo halt einfach der Cashflow nicht so immens hoch ist, vielleicht wie jetzt halt, wenn du jetzt ja, eine SaaS-Lösung einfach quasi beliebig hoch skalieren möchtest. Das ist dann wieder eine andere Herausforderung. Aber jetzt sind wir mal so mehr oder weniger bei diesem Dienstleister-Business, wo halt die allermeisten einfach auch einmal durchstarten möchten, weil die allerwenigsten haben halt einfach sofort ihre tippitoppi SaaS-Lösung herstellt und programmiert. Na, da brauchst du teilweise in sehr großen Arten, häufig sogar auch irgendwelche Investoren. Da geht schon in Richtung 20 bis 100 Millionen oder sowas, die du auch brauchst, einfach an Investmentkapital, um das wirklich ernsthaft sozusagen deine SaaS-Lösung auch in den Markt rein testen und auch aufbauen zu wollen. Also das SaaS-Thema, das lassen wir hier nochmal außen vor. Wir konzentrieren uns hier nur auf die Dienstleistungen. Wenn er weniger ja jeder, der halt ein bisschen sagen wir mal, Mut hat, Mut zum Risiko und auch Mut zum Testen und sich die richtigen Partner sucht, wie zum Beispiel auch Klein Marketing Consulting, ja, doch relativ einfach auf 10 bis 20 Millionen skalieren kann. Und wie gesagt, von da ab gibt es ja nochmal andere Herausforderungen, auch andere Möglichkeiten, dich zu diversifizieren auch in deinem Portfolio. Also jetzt nochmal einen Schritt zurück. Hier, du bist jetzt also um die 100.000, 200.000, sowas um den Dreh rum. Da fokussieren wir uns mal in diesem Video. Da geht es letztendlich grundsätzlich auf einer Metaebene runtergebrochen. Ja, wenn du es also im Detail nochmal mit mir diskutieren möchtest, deine individuelle Situation, ich halte immer nichts davon, wirklich von sehr detaillierten Videos, weil ich ja nicht weiß genau, wer jetzt genau exakt dieses Video schaut. Und für den einen mag ein sehr detailliertes Video genau das Richtige sein und für den anderen passt vielleicht ein sehr detailliertes Video nicht ganz hundertprozentig, das weiß der aber nicht, versteht es aber nicht, setzt es dann um und dann funktioniert es nicht. Ja? Das heißt, ich bin immer auf YouTube sehr stark dafür, dass man Metaebene-Videos macht und dann sozusagen in einem persönlichen Austausch, da stelle ich mich auch persönlich dazu nach wie vor zur Verfügung, in einem Zoom-Call, wo du hier unten buchen kannst bei mir oder auf klein-marketing.com oder auch hier unten den Link finden wirst. Ja, und dann können wir persönlich und in einem Face-to-Face-Gespräch eben ins Detail reingehen. Okay, wie das dann bei dir umsetzbar sein sollte. Aber Pi mal Daumen ist bei mehr oder weniger allen auf einer Metaebene sind es diese drei Dinge. Das ist eines, die Neukundengewinnung. Das zweite ist die Positionierung. Und das dritte ist die Skalierung. Und hier mal jetzt hat eine Sache rausgepickt. Ich möchte jetzt mal hier viele haben den Fokus eben auf Neukundengewinnung. Warum? Weil es das Wort in sich ja schon sagt, okay, neue Kunden bringt neuer Umsatz. Ja? Und das ist ja das, was ich hier will. Mein Ziel ist Umsatz, also brauche ich Kunden. Und vernachlässigen teilweise komplett, also nahezu zu 100%, und das zieht sich quasi ruhig durch wie so ein roter Faden, das Thema hier, die Positionierung. Ja? Und diese zwei Dinge hier, die könnte man auch ebenso gut austauschen. Und hier halte ich mal sozusagen, da habe ich nämlich noch nichts hingemacht. Und das wird nämlich hier noch sehr interessant, ja, in welcher Reihenfolge ich hier nochmal die Punkte dann reinschreibe. Die sind nämlich ganz ähnliche Punkte, aber vielleicht auch eine ganz andere Reihenfolge. Ja, also, denn jetzt möchte ich mal ganz konkret werden. Was habe ich denn jetzt die letzten Wochen, Monate an zum Beispiel ich an neuen Kunden gewonnen und wie sah es da aus und im Vergleich zu den Jahren davor und da zieht sich so ein roter Faden durch. Zum Beispiel, wenn ich dann sage, welche Kunden würdet ihr euch dann wünschen oder die typische Frage dann an meine Kunden, also an dich jetzt zum Beispiel, wenn du dir bei mir einen Termin buchst oder wenn du schon mein Kunde bist, ich weiß jetzt nicht genau, wer schaut mein Video hier auf YouTube, ja, das weiß man eben nicht so richtig genau. Auf die Frage, wer ist dein Wunschkunde, dann habe ich meistens die Antwort, insbesondere aktuell, erhalte ich dann meistens die Antwort, naja, ganz besonders jetzt, wo quasi so ein bisschen kriselt oder wo die, sagen wir mal, ja, so ein bisschen Flaute ist oder auch saisonell bedingt und so weiter. Aber generell machen wir alles. Ich nehme alles. Und dann häufig noch mit dem Zusatz, ich nehme alles, was Geld bringt. Und ich verstehe, warum man das sagt. Denn man ist halt einfach, man möchte einfach Geld verdienen und man ist für alles bereit. Und die Intention dahinter, das so zu sagen, ist natürlich sehr gut gemeint. Aber das Resultat ist genau häufig das Gegenteil von dem, was du eigentlich dir damit bezwecken möchtest. Indem du letztendlich in einem eventuell jetzt mal angenommen in etwas härteren Markt, aus welchen Gründen auch immer, ja, jetzt skalieren möchtest und Umsatz steigern möchtest und aufgrund dessen sagst, hey, ich
mache sozusagen die Positionierungskiste komplett weit auf. Also ich mache quasi alles, was ich irgendwie kriegen kann. Bezweckst du ja genau das Gegenteil. Das heißt, gerade wenn der Markt ein bisschen enger ist, musst du sozusagen dich umso enger positionieren. Ja, macht das Sinn? Ja, denn du musst es dir deinen Kunden so leicht wie möglich machen, dass er sich mit deinem Angebot, mit dem, was er als Vorstellung in seinem Kopf hat, wo er sagt, okay, das ist die Lösung, die ich brauche, also das ist die Lösung, die ich will, komme ich gleich noch dazu, da sind auch wieder zwei Unterschiede, denn viele Kunden wollen eine Lösung, nur ist es häufig gar nicht mal das, was sie brauchen. Also das ist nochmal zwei Unterschiede. Ne? Was will der Kunde, insbesondere in der IT-Entwicklung? Ja? Viele Firmen, es gibt das, was sie wollen, aber es ist nicht häufig identisch mit dem, was sie eigentlich brauchen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, denn du kannst nicht Kunden abholen mit dem, was sie eigentlich brauchen, wenn du noch gar nicht verstanden hast, was sie eigentlich wollen. Du kannst Kunden nur mit erstmal in erster Instanz nur mal mit dem abholen fürs Erstgespräch, mit dem, was sie eigentlich wollen, um ihnen dann hinten nachhinein das zu verkaufen, was sie eigentlich brauchen. Okay? Also das nur mal so kurz reingeschoben. Und das führt uns wieder zurück zu dem eigentlichen Punkt Positionierung. Du musst verstehen, klar, du musst zum einen verstehen, was deine Zielgruppe braucht. Aber du musst noch viel mehr verstehen, was deine Zielgruppe will. Ja, ansonsten wirst du sie nicht an den Tisch bekommen mit dir. Also virtuell gesprochen in den Zoom- oder Teams-Call. Und da sind wir ja eh schon sehr weit. Also das sind ja dann schon Leute, die sich über die Positionierung sehr stark Gedanken machen und denken sich, okay, das ist es, was meine Zielgruppe braucht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe hier sogar einen Use Case, einen Beweis dafür. Aber das reicht häufig nicht aus. Denn du musst wissen, was deine Zielgruppe primär mal will, um dann ihnen später zu verkaufen, was sie eigentlich brauchen. Aber das ist schon bei den allermeisten nicht, selbst das ist nicht mal der Fall, denn die allermeisten sagen einfach nur, ja, ich mache alles für jeden, Hauptsache es bringt Geld, also mal ganz plakativ gesagt. Und das ist schon mal konkret kontraproduktiv, das will ich einfach damit nur sagen, okay? Weil du da nicht mal ins Erstcall, du kommst nicht mal ins Erstgespräch, der liest wahrscheinlich nicht mal deine E-Mail, der ruft dich nicht zurück, egal ob es jetzt Telefonakquise ist oder Werbe-Ads oder sonst irgendwas. Der nächste Punkt, den ich hier noch mit anschließen möchte, ist, wenn wir zum Beispiel Akquise machen, sei es jetzt in Kombination mit Online-Marketing oder ohne, ist völlig egal, Cold Outreach, Warm Outreach, völlig egal, welche Methode und Kanal jetzt. Ja. Wenn wir Akquise machen, proaktiv für unsere Kunden, also done for you, dann kriegen wir immer das, okay, was könnte denn? Ja, dann haben wir zum Beispiel vielleicht sogar schon einen Bedarf konkret entdeckt, also identifizieren können, in einem ganz bestimmten Bereich in der IT. Ja, sei es jetzt, ich möchte es gar nichts nennen, es gibt da so viele Teilbereiche, die sich voneinander extrem stark unterscheiden. Ja, jemand, der irgendwie Frontend React macht, ja, der kann nicht unbedingt Java Backend. Und jemand, der SPS macht, kann nicht unbedingt PHP und so weiter und so weiter. Also, wir haben jetzt nochmal jetzt einen Bedarf konkret entdeckt bei einem bestimmten großen Kunden, wo wir sagen, okay, das könnte jetzt so ein, wo sogar der Kunde selber sagt, ja, das könnte so ein Einstieg für euch sein. Wir kennen euch zwar noch nicht, also quasi meinen Kunden, wir rufen ja im Namen unseres Kunden raus, aber das könnte so ein Einstieg für euch sein. Okay, sagen wir jetzt einfach mal PHP Laravel, ja, ein Projekt. Und das haben wir schon irgendwie seit Jahrzehnten bei uns irgendwie, die Systeme, die Server und alles. Da wollen wir jetzt auch nicht mal umsteigen auf irgendwas anderes, ja, Java etc., sondern das wollen wir machen. Und da haben wir so ein kleines Projektchen, das würden wir gerne auch nach außen vergeben, aufgrund von Ressourcen, Kapazitätsgründen und so weiter und so weiter. Und das wäre so ein cooler Einstieg. Okay, soweit schon mal so gut. Und jetzt kommt das Thema Anforderungen. Und das möchte ich jetzt hier nicht nochmal extra an die Tafel schreiben, da habe ich jetzt auch keinen Platz dafür. Ich möchte es ja auch nicht irgendwie unübersichtlich machen, absichtlich so ja, metaebenemäßig hier dastehen lassen. Aber das gehört hier sowieso ein Unterpunkt bei Positionierung. Denn hier kommt schon wieder das erste Fehlverhalten von vielen Leuten, die einfach mit Direktakquise, Marketing und so weiter überhaupt noch keine Erfahrung haben. Also ITler, die selbst teilweise schon seit Jahrzehnten in dem Beruf sind.
Aber diese Kundenanwahl, diese Kundenakquise, diese Kundengewinnung einfach da noch überhaupt keine Erfahrung haben, sondern einfach nur die Erfahrung haben, okay, ich bin irgendwo in einem Team, ich bin irgendwo bei irgendeiner Firma als Freelancer oder Angestellter oder als sonst irgendwas, ja, und die haben ein Problem, wollen das lösen, dann gibt es einen Anforderungskatalog und die sagen mir ganz genau, was sie brauchen und dann mache ich das. Ja, also viele, die auch jetzt, viele Freelancer, die teilweise schon 10, 15, manchmal sogar 20.000 im Monat machen, ja, also wie gesagt, so weit über 100.000 schon, sind es aber halt einfach gewohnt, dass ihnen ständig alles vorgekaut wird. Also dem wird ja quasi morgens immer genau gesagt, was sie bis abends zu erledigen haben und am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. Manchmal ist es dann auch schon etwas agiler, aber auch selbst da sind sie dann wieder innerhalb eines Teams, da gibt es dann Teamleiter und so weiter. Das heißt, sie sind einfach unfassbar, es ist quasi in deren DNA rein oktroyiert, ja, quasi so reingeimpft über die Jahre, über die Art und Weise, wie sie eben ihr Geld verdient haben, dass ihnen immer alles vorgekaut wird. Ja, also ich bin ja so ein relativ fähiger Entwickler, aber mir wird immer alles vorgekaut. Und jetzt geht es eben, wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein Lead machen, das gibt ja diese 3, 4 manchmal, je nachdem, wie du es definierst, Lead-Qualifikationen, ne, also den Marketing-Qualified Lead, den Sales-Qualified Lead, die Sales-Qualified Opportunity, Sales-Accepted Lead, sagen manche auch noch, ist nochmal eine Zwischenstufe. Gehe ich jetzt nicht näher auf dieses Thema ein, aber ich habe schon viele Videos darüber gemacht, können wir uns gerne mal persönlich darüber unterhalten, wie man das am besten kategorisiert, wenn es dann soweit ist. Aber wir haben jetzt so ein Lead für unseren Kunden gemacht und das Erste, was unser Kunde immer sagt, naja, was will er denn der Kunde? Wie sind denn die Anforderungen? Oder ja, wir können jetzt eigentlich noch gar nichts sagen, wir müssen erst mal einen Termin machen, um überhaupt mal zu wissen, was der Kunde überhaupt will, zu verstehen. Und hier ist nochmal eins, ich verstehe natürlich vollkommen, warum jetzt dann in dem Fall mein Kunde, also der Softwareentwickler, mit dem wir arbeiten, das so sagt. Und der hat ja auch vollkommen recht, aber du musst dich immer in der Akquise, im Marketing, im Vertrieb, ganz, ganz besonders, aber auch, ich würde dir auch raten, das sozusagen auch generell und grundsätzlich in deinem Leben so zu machen, musst du immer versuchen, die Dinge durch die Brille deines anderen gegenüber, mit dem du gerade zu tun hast, auch im Team, auch im Recruiting, auch bei Mitarbeitern, immer durch die Brille des anderen versuchen zu sehen. Du schaust jetzt durch die Brille jemanden, den wir gerade erst mehr oder weniger kalt akquiriert haben. Mal angenommen, es ist ein kalter Lead oder so ein lauwarmer Lead, ne? Wir sind also noch relativ früh in der Akquisephase, der kennt dich noch nicht, würde dir aber im Endeffekt eine Chance geben, wir haben also einen guten Job gemacht in der Kaltakquise, Telefonakquise, in der Lead-Generierung, whatever, you name it, und hat schon mal Interesse und wird sich einfach gerne genauer anschauen, was du so auf dem Kasten hast, mal ganz banal gesagt. Ja? Und jetzt kommst du und gibst mir das Feedback, also jetzt so deinem Marketing- und Vertriebsteam, naja, das ist jetzt eigentlich erstmal irrelevant, was ich kann. Es geht doch darum, was der Kunde braucht. Verstehst du was? So, okay. So, und das ist schon mal der erste Fehler, weil hier entsteht dann unter Umständen so ein Ping-Pong, der völlig unnötig ist und der dich auch überhaupt nicht weiterbringt. Denn du musst dich jetzt sozusagen in deinem Mindset, du bist eine kleine, poplige Firma, eventuell noch ein Solopreneur oder hast vielleicht schon 2, 3 Mitarbeiter oder sowas, ja? Du willst einen Kunden gewinnen. Ja? Der Kunde will nicht dich gewinnen, sondern du willst den Kunden gewinnen. Ja? Und der will natürlich jetzt seine teilweise extremst knapp gehaltene Zeit, wertvolle Zeit, nur in einem Team, in einem Termin mit jemandem verbringen, wo er ganz genau weiß oder zumal mit einer höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit, dass diese Zeit nicht verschwendet sein wird. Es geht jetzt noch gar nicht um Angebote, Preise, kaufen oder nicht kaufen oder sonst irgendwas. Es geht nur darum, gehe ich in den Termin mit jemandem rein, verschwendet es meine Zeit oder nicht? Okay? Nur das, diese Frage, die ist im Kopf deines Entscheiders aktuell in dem Moment und diese Frage muss beantwortet werden. Nichts mehr und nichts weniger. Und um diese Frage positiv beantworten zu können, das heißt, ja, wenn ich jetzt hier einen Termin zusage, und das, by the way, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die No-Show-Rate nahezu gegen Null ist, ja, das ist nämlich dann für uns wieder dieser ganze Aufwand und dann kommen die gar nicht in den Termin rein,
Ja, das passiert häufig auch bei so Telesales-Agenturen, wo halt en masse Leads produziert werden und dann haben eine riesige No-Show-Rate. Das hängt alles damit zusammen. Dass du erstmal über eine E-Mail, über Anrufe, über ein Dokument, das erstellt wird, explizit, wenn du das schon Interessenten identifiziert hast, dass du dem deine Positionierung erstmal mitteilst, bevor der Termin schon, der erste Termin überhaupt mal zustande kommt. Wenn er sagt, okay, wow, er wird das natürlich nicht so im Wording jetzt im Kopf haben wie Positionierung. Du durch deine Marketing-Vertriebsbrille, durch mich, durch unsere Dienstleistung, siehst es jetzt als Positionierung. Der Kunde sieht es als, verschwende ich mit denen meine Zeit oder nicht, wenn ich mir mit denen jetzt eine halbe Stunde in Teams-Termin reinsetze. Okay? Verstehst du? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du es verstehst. Du musst nahezu 100% Garantie abliefern können, dass in einem 30-minütigen, 45-minütigen Erstcall, Analyse-Call, you name it, wenn das unser maximal Online-Vertriebsziel ist, in dem Fall ist es in der Regel immer so, oder auch Direct-Marketing-Vertriebsziel, whatever, you name it, das ist sozusagen dann unser Sales-Qualified Lead dann auch, ja, oder Sales-Accepted Lead. Und diese Frage kannst du nur beantworten, also wenn jetzt jemand sowieso ein bisschen mehr Zeit hat, das sind aber dann meistens nicht die absoluten Top-Entscheider, die haben einfach nicht so ein bisschen Zeit. Wenn jetzt jemand ja, super neugierig ist, ja, wenn jetzt jemand, das sind häufig auch nicht so die absoluten Top-Leads, ja okay, die gehen dann häufig auch in den Teams, also auch in einen Teams-Termin rein oder sagen einen zu und kommen dann auch, ohne dass sie jetzt sich erstmal verifiziert werden mussten, ohne dass sie erstmal geprüft haben, okay, ist der Product Market Fit? Und das ist natürlich das Resultat einer guten Positionierung. Ja, also Product Market Fit ist letztendlich die Kombination Positionierung und Zielgruppe. Ja, ist der gegeben? Ja, aber die im Großteil, immer so 80% der Top-Entscheider, die gehen da nur rein, wenn sie vorher sich schon quasi identifiziert haben, auf welche Weise auch immer, das kann PDF sein oder sonst was, dass der Product Market Fit gegeben ist. Also nochmal zur Wiederholung. Worauf will ich hinaus? Wir haben jetzt hier einen Interessenten, einen Lead, der hat auch Projekte. Und jetzt bist du in der Bringschuld. Du, mein Kunde, du, der IT-Dienstleister, du, der Softwareentwickler, bist in der Bringschuld, dem Interessenten zu beweisen, zu garantieren, zu beweisen, dass du nahezu einen perfekten Product Market Fit hast. Das heißt, dass du das im Klartext jetzt, dass du das, was er gerade sucht an Projekt, an Technologie, Tech-Stack, whatever you name it, Problem gelöst, dass du das schon 2 bis 3 Mal, Minimum 2 bis 3 Mal schon mal gelöst hast mit irgendjemand anders in vielleicht einer ähnlichen oder gleichen Branche, ähnliche Situation, es muss nicht exakt das Gleiche irgendwie sein, auch nicht, also so nahe dran wie möglich an dem Problem, das da herrscht, schon mal die Lösung und da ein Beweis dafür. Okay, der will dann nicht unbedingt sofort mit den Projektleitern oder so irgendwas sprechen, aber dass du das zumindest in der Wahrnehmung so projizierst, also mit unserer Hilfe, wir stellen auch Dokumente und so weiter, so inhaltlich und auch äußerlich, das muss auch zusammenstimmen. Ja? Also du erstellst dann halt einfach Material und das wird dann eben so projiziert, dass der sozusagen nahezu 100% sicher sein kann, dass er seine Zeit nicht verschwendet in diesem Erstcall. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du bist in der Bringschuld. Das zu verstehen vom Kopf her, ist das Allerwichtigste. Und das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache. Weil viele, die dann mit mir auch zusammenarbeiten, wir haben die Zusammenarbeit dann schon gestartet. Und dann ist immer so diese Mentalität, naja, jetzt schauen wir mal. Na, jetzt müssen wir mal schauen, was der Kunde so braucht. Und dann hören wir uns das mal an und so und so und so. Ja, in einem Umfeld, wo wir irgendwie alle irgendwie viel Zeit übrig haben und es ist alles sowieso, wir leben im Überfluss und so weiter, kann das schon mal eher so auch dann so öfter mal funktionieren. Aber nochmal zur Wiederholung. Viele der wirklichen Top-Entscheider, da wo es wirklich hoch hergeht, da wo auch viel passiert, da wo auch Budget ist, da wo auch, sagen wir mal, viel am Brennen ist, na, wo man eben dann auch gezwungen ist, wo man eben auch im Zugzwang ist, auf externe Dienstleister zuzugehen, ja, weil man präferiert ja erstmal immer alles intern zu lösen, ist ja auch logisch als Firma und dann ist man aber im Zugzwang und muss dann doch und dann ist man meistens auch zeitlich unter Druck und hat man eben auch nicht so
einfach mal Zeit, eben an irgendwelche Teamstermine zuzusagen, ohne dass ich mir vorher schon mal wirklich mich rückversichert habe als Entscheider. Jetzt schaue ich wieder durch die Brille des Entscheiders. Okay, ich mache diesen Termin, weil ich bin mir jetzt fast nahezu sicher, die haben also das, was ich gerade habe, das Problem schon 2 bis 3 Mal gelöst bei jemand anders. Okay, also es ist genauso, ja, ich könnte jetzt multiple Beispiele aus dem täglichen Leben nehmen. Ja? Ich gehe ja auch nicht irgendwie zum Kunden, zum Bäcker oder sowas, ja, gehe da rein und... ja, oder zum Chirurgen und der macht seine Herzoperation zum allerersten Mal oder sowas. Ne? Also das ist irgendwie, es gibt unzählige Analogien. Aber jetzt nochmal zurück zur IT. Da musst du einfach in die Bringschuld. Du hast die Bringschuld und von deiner Mentalität, von deinem Mindset her, einfach dich sozusagen, okay, ich muss jetzt liefern, bevor dieser Termin schon erstmal zustande kommt, damit ich dann sozusagen, das ist das Mikro-Commitment, einfahren darf, das ist wie so ein kleiner Vorverkauf. Ja? Du hast dich jetzt hier quasi als Experte mit einem perfekten, nahezu perfekten Product-Market-Fit auf die individuelle Problemsituation des Kunden, die er aktuell hier im Moment gerade hat, wo er auch die Knete dazu hat, das Budget, das er ausgeben dafür möchte, um dieses Problem zu lösen, positioniert, okay, und habe ihm das jetzt schon mal verkauft. Also das ist wie schon ein kleiner Verkauf. Es ist eigentlich de facto ein Verkauf, ein sogenannter Vorverkauf. Und du bekommst als Währung dafür zurück kein Geld, aber den Erstcall. Analyse-Call, Gespräch im Teams, dass du den siehst vis-à-vis. Also man sieht sich dann, man kann gestigen schon mal. Also man kann, der Vertrauensaufbau wird hier quasi enorm entwickelt, weil man sich zumindest schon mal sieht. Ja? Und ich kann dir eins versprechen. Und das hatten wir jetzt letzte Woche wieder, wo ich auch persönlich wieder viele Akquise-Calls gemacht habe, weil ich das immer wieder mache, auch wenn ich meine Leute dafür habe. Aber damit ich nie den Touch verliere an der eigentlichen operativen Tätigkeit. Ich hatte einen Fall, da ging es um eine ganz besondere SPS-Geschichte. Und die waren so interessiert, dass sie gesagt haben, naja, also wenn da ein Product-Market-Fit ist, also ich übersetze es jetzt mal in Marketing-Terminologie, wenn da ein wirklich nahezu guter Product-Market-Fit ist, das heißt, wenn ihr das, was wir hier gerade suchen, schon 2-3 Mal gemacht habt, dann laden wir euch auch sofort ein. Ihr seid zwar am anderen Ende von Deutschland zu Hause, aber wir zahlen die kompletten Kosten und so weiter und dann können wir gleich mal uns bei uns sozusagen treffen. Also die wollten fast schon den Teams-Call, ja, überspringen. Die wollten sofort sich treffen. Also verstehst du, was ich damit sagen will? Also wenn dieser Match, ja, da ist, in der Wahrnehmung deines potenziellen Neukunden, dann will er dich auch sehen. Und eventuell sogar nicht nur über Teams. Und das relativ zackig, ja, innerhalb von 2 Wochen. Okay, also nochmal Rolle rückwärts, 2 Rollen rückwärts zur Wiederholung. Hier wird es dann ähnlich ausschauen. Wie gesagt, da werde ich ein zweites Video draus machen. Unbedingt meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns im zweiten Video auf jeden Fall wieder. Da wird es dann nochmal ein bisschen spannender, weil da geht es ja nochmal ein bisschen um höhere sozusagen Voluminas und nochmal ein paar andere Dinge noch dazu, von 1 Million auf 20 Millionen zu skalieren. Aber hier geht es schon sehr, sehr häufig los. Und das ist sozusagen teilweise auch bei Firmen, die mit mir arbeiten, die schon an dem Mio machen, schon ein bisschen drüber. Aber das ist jetzt, was ich jetzt gerade geschildert habe, häufig nicht mehr so ganz, weil die dann schon ein bisschen mehr Erfahrung haben auch. Ja? Die bringen schon meistens mehr Erfahrung mit. Aber nochmal kurz Wiederholung. Die 3 wichtigsten Dinge, wenn du erstmal auf 1 Million kommen willst im Jahr, ist Neukundengewinnung, Positionierung, Skalierung. Und fast das Wichtigste ist die Positionierung. Darunter steckt nämlich, dass du deine Zielgruppe kennst und einen nahezu perfekten Product-Market-Fit kommunizierst. Also quasi so, dass du nicht den für dich irgendwie ausarbeitest, sondern auch so kommunizierst, dass er in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe auch so wahrgenommen wird. Ja, dann kriegst du nämlich die Termine sehr, sehr rasant teilweise. Ja, wenn du dann natürlich den Bedarf musst du auch erstmal eruieren. Ja, wie auch immer, in welchen Kanäle du auch das immer machst, das ist jetzt in dem Fall völlig irrelevant, ob Telefonakquise, Marketing-Ads oder Google-Ads oder sonst was oder alles zusammen. Und nochmal kurz mit reingeschoben, immer erst den Bedarf, also immer erst das, was der Kunde will,
erst auf das eingehen, weil dann kriegst du den erstmal in den Termin und nicht immer häufig, und selbst wenn du schlauer bist als dein Kunde oder ein potenzieller Kunde und weißt eigentlich, was er bräuchte, also, dann ist das im Nachhinein, ja. Also wenn das, was er will und das, was er eigentlich braucht, unterschiedliche Dinge sind, musst du trotzdem erstmal auf das eingehen, was dein Kunde oder potenzieller Kunde, dein Interessent, dein ja, potenzieller Neukunde will. Ja? Weil das wirst du nicht sofort reingeschoben bekommen. So, ich weiß, was du willst, aber in Wirklichkeit brauchst du das und das. Lass uns mal einen Termin machen. Nein, so funktioniert das nicht. Ja? Das ist zu schnell. Ja? Du musst ihn erstmal Vertrauensaufbau muss erstmal stattfinden. Ja, erstmal 1, 2, 3 Termine und dann kannst du das, was er eigentlich braucht, hinterher immer noch irgendwie verkaufen. Okay? Es ist ja nicht immer so, aber durchaus ist es ab und zu mal so. Das heißt, also manchmal ist es ja auch so, dass ein potenzieller Kunde, der was Bestimmtes will, auch genau das ist, was er eigentlich auch braucht. Also das ist ja nicht grundsätzlich immer so gegeben. Ja, aber es kann schon immer so häufig so vorkommen, besonders in der IT-Branche, wo doch viele irgendwo da in den Entscheidergremien sitzen und so weiter, ein Fachabteilungsleiter und der eigentlich von der IT keine Ahnung hat, dann wieder ein IT-Leiter, der wieder von der Fachabteilung eigentlich keine Ahnung hat und so weiter. Und dann fehlen da eben sozusagen, sind da eben so, da tun sich Lücken auf, ja, Verständnislücken. Und daraus entsteht häufig dann eigentlich auch eine falsche Vorstellung darüber, was die eigentliche Lösung sein sollte. Und das wiederum resultiert darin, dass man sagt, okay, wir wollen das, aber eigentlich bräuchten sie was ganz anderes. Ja, also das ist halt in der IT-Branche, wo halt komplexere Sachverhalte sind, häufiger so, als wie jetzt halt, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel verkaufst oder sowas. Aber auch da. Ne? Okay, das soll es gewesen sein für dieses erste Video hier. Ich freue mich, wenn wir uns im zweiten Teil dieses Videos wiedersehen. Kanal unbedingt abonnieren, ja, damit du das zweiten Teil nicht vergisst. Und bis dahin, dein Thomas Klein, ich bin jetzt raus. Ciao, bis bald. Ich hoffe, ich konnte hier so den einen oder anderen Punkt für dich jetzt nochmal in Erinnerung rufen, beziehungsweise dir nochmal ein bisschen so wachrütteln, ja. Und falls du vielleicht ein Aha-Erlebnis oder auch quasi hier dabei gehabt haben solltest, mir gerne in die Kommentare reinschreiben, beziehungsweise wenn du sagst, hey, ich stimme hier komplett zu oder ich stimme auch nicht zu, auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, beim zweiten Teil dieser Videoserie. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, bis bald. Auch die Posts vorgeschlagen bekommst, mehr als wie vorher? Auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Dass diese schafft, ja, ja, sehr, ja, sehr mächtig wird, weil LinkedIn ja vor einigen Jahren sozusagen Organic Reach zu Nicht-Followern quasi auf null reduziert hat. Das heißt, deswegen sind alle so geil drauf, sorry, das Wort, so scharf drauf, Follower, folge meinen Dingen. Ja. Ich finde, was du super machst, ist, dass du sehr kommunikativ bist. Ich kann dich sehr gut erreichen. Das finde ich wirklich unglaublich wichtig tatsächlich. Und das, finde ich, machst du fantastisch. Das habe ich bei manchen anderen Projekten nicht so gehabt. Da muss man super viel alleine machen. Egal, was ich brauche, es wird mir gestellt. Das finde ich super. Und das finde ich auch sehr wichtig. Das heißt, ich fühle mich in dem Projekt sehr unterstützt von dir. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.